Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Wizards Unite. Ja, ich kann es auch immer noch nicht so ganz glauben, dass nach der langen Zeit endlich mal wieder ein Video über Wizards Unite hier auf meinem Kanal erscheint. Und das hat auch einen Grund, denn es gibt endlich neue Informationen zum Spiel. In den letzten beiden Tagen ist da einiges passiert, aber fangen wir vorne an. Am Dienstagabend erschien ein neues Logo zu Wizards Unite auf all deren Social Media Kanälen, also auf Instagram, Twitter und auf Facebook. Und das Logo zeigt mittig drei Zauberstäbe. Diese sind die Zauberstäbe von Harry, Ron und Hermine. Also es gibt einen klaren Hinweis zu den alten Potter-Filmen, aber auch einen Hinweis auf die Filme der Fantastischen Tierwesen-Reihe. Und zwar, wenn ihr euch das S in Wizards Unite anguckt, dann fällt euch sicherlich im Vergleich auf, dass dieses sehr stark dem S in Fantastic Beasts ähnelt. Das bedeutet, wir haben Referenzen zu den Potter-Filmen und auch zu den Fantastischen Tierwesen-Filmen. Mittwochabend ging es dann weiter, denn da erschien ein Beitrag auf Pottermore zu Wizards Unite. Und am Ende dieses Beitrags heißt es: Harry Potter Wizards Unite is coming in 2019. Stay tuned for more details. Also Harry Potter Wizards Unite erscheint 2019 und wir sollen dranbleiben für weitere Informationen zum Spiel. Klar kann man jetzt sagen, 2019 ist jetzt nicht so eine detaillierte Angabe, wann das Spiel erscheinen wird. Ich finde es aber soweit schon mal gut, dass wir zum einen ein Lebenszeichen hören und dann auch direkt ein Datum genannt bekommen und dass dieses Datum auch zeigt, dass das Spiel nicht mehr 2018 erscheinen wird, was ich persönlich gut finde, denn wir haben Winter, da will eh keiner raus. Und ich finde es gut, dass Niantic und Portkey Games sich anscheinend Zeit lassen, hier ein super Spiel für uns auf den Markt zu bringen. Das heißt, es wird nichts überstürzt, es wird nicht, wie am Anfang ja mal angekündigt wurde, das Spiel sollte ja eigentlich 2018 erscheinen, jetzt irgendwie Hals über Kopf noch eine unfertige Version auf den Markt geworfen. Nein, es wird sich Zeit gelassen, das Spiel soll fertig gebracht werden und ja, dann eben 2019 erscheinen. Und wenn das auch ein weites Spektrum ist, finde ich gut, dass wir jetzt hier endlich eine Jahreszahl zumindest haben. Und es gab ja schon mal Gerüchte, dass das Spiel im März 2019 erscheint. Vielleicht bleibt es ja dabei, mit 2019 passt das ja soweit schon mal. Und März, habe ich auch schon mal gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das so ein super Zeitpunkt ist, da es ja dann hier in Europa noch ziemlich kalt sein kann. Mal schauen, vielleicht wird es März 2019. Auf jeden Fall, dies erschien auf Pottermore am Mittwochmorgen und am Mittwochnachmittag erschien dann der erste Teaser-Trailer zum Spiel. Ein kurzer Clip, der uns ja ein wenig auf Wizards Unite einstimmt. Und diesen Teaser-Trailer schauen wir uns jetzt zusammen an und ich erzähle euch dann mal alles, was mir in diesem Trailer aufgefallen ist. Zu Beginn sehen wir erstmal das Logo des Zaubereiministeriums, darunter den Schriftzug Repello Muggeltum. Der Zauberspruch Repello Muggeltum, für alle, denen das gerade nicht sagt, ist ein Muggelabwehrzauber. Wie er genau wirkt, ist leider nicht bekannt, aber er gehört zu den Schutzzaubern, den unter anderem auch schon Hermine in den Potter-Filmen benutzte. Dann folgt das Logo der Statute of Secrecy Task Force SOS. Was für ein Name. Mit einem Blitz als Hinweis auf Harry Potter und dem Logo des Zaubereiministeriums. Statute of Secrecy bedeutet auf Deutsch so viel wie Internationales Statut der Geheimhaltung der Magie. Auch eine super Bezeichnung. Durch das Internationale Statut zur Geheimhaltung der Magie wurde um das 17. Jahrhundert rum auf internationaler Ebene verbindliche Grundlagen dafür festgeschrieben, dass Zauberer und Hexen für immer in den Untergrund gehen und unbemerkt von Muggeln leben sollten. Das Abkommen legt verbindlich fest, dass jegliche Magie vor Muggeln zu verbergen ist. Dann folgt eine Art Uhr, deren Zeiger von dunkelgrün zu hellgrün zu gelb
und Rot wechselt. Genauer gesagt ist das das Magical Exposure Threat Level. Es ist ein magisches Instrument, das die Bedrohung der magischen Welt symbolisiert. Diese Uhr hängt im magischen Kongress der Vereinigten Staaten von Amerika, dem Pendant zum Zaubereiministerium in Großbritannien, und zeigt die Gefährdung der Hexen und Zauberer durch die nicht magische Bevölkerung. Zu sehen war sie zum Beispiel im Film Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und wir sehen auf der Uhr unterschiedliche Bedrohungslevel. Es gibt keine Bedrohung, Level 1 niedrige Bedrohung, Level 2 moderate Bedrohung, Level 3 hohe Alarmstufe, Level 4 Gefahr. Dann gibt es einen Punkt für schwere, unerklärliche Tätigkeiten. Es gibt das Level 5, den Notfall, und noch 3 weitere Stufen, unter anderem einen für die Hexenverfolgung. Und wir sehen eben, dass sich der Zeiger von niedriger Bedrohung bis hin in Richtung Notfall bewegt. Und das deutet natürlich auf eine große Gefahr hin. Dann sehen wir einen goldenen Schnatz, das neue Wizards Unite Logo, das Logo der Portkey Games. Die Portkey Games sind übrigens ein Videospielverlag, der von Warner Bros. Interactive Entertainment im vergangenen Jahr gegründet wurde, um Spiele zu veröffentlichen, die mit J.K. Rowlings Zauberwelt in Verbindung stehen. Dann sehen wir abermals den Blitz und wieder das Logo des Zaubereiministeriums. Darunter den Schriftzug Repello Muggeltum und der Zauber wurde bestätigt durch Constance Ducami. Der Name sagt mir leider nichts. Sollte euch dieser was sagen, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, um wen es sich denn da handeln könnte. So, nach diesem Intro beginnt dann das eigentliche Video. Wir sehen ein Bild, das von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde und es erscheint ein goldener Schnatz. Und dieser sorgt da ganz schön für Randale, macht einige Dinge kaputt. Vermutlich befinden wir uns hier in einer kleinen Seitenstraße in London. Auf jeden Fall appariert eine Frau in dieser Gasse und zaubert direkt danach Immobolus, um den Schnatz einzufrieren und einzufangen. Immobolus ist übrigens ein Zauber zum Einfrieren, der lebende Ziele zum Stillstand bringt. Laut Horace Slughorn kann der Zauber auch dazu verwendet werden, um Muggel-Alarmanlagen zu deaktivieren. Kleine Info am Rande. Die Frau guckt erstaunt in den Himmel und wir hören einen Schrei und einen Flügelschlag, der an einen Drachen erinnert. Könnte sein. Im Anschluss zaubert die Frau ein Werbeposter an die Wand und disappariert. Die Überwachungskamera schwenkt und zoomt auf das Poster und dort steht: The Wizarding World is at risk of exposure. We need your help. Also die Zauberwelt ist in Gefahr und wir brauchen deine Hilfe. Dann sehen wir noch zum Ende: Harry Potter Wizards Unite erscheint 2019. Neben diesem Teaser-Trailer erschien auch noch ein Text im Blog von Niantic. Und den wollen wir uns natürlich auch anschauen. Ich habe ihn mal frei für euch übersetzt. Sei bereit für einige aufregende und lustige Abenteuer. Wir haben hart mit unseren Partnern von Warner Bros. Games zusammengearbeitet und können es nicht erwarten, die Magie von Harry Potter Wizards Unite, Teil des Portkey-Spiele-Labels, 2019 zu dir zu bringen. Melde dich bei der Taskforce für Geheimhaltung an, stehe gemeinsam mit deinen befreundeten Hexen und Zauberern zusammen und halte dich auf dem Laufenden. Bleib dran, das Niantic Team. Und neben dem Beitrag im Niantic Blog erschien auch eine neue Website zum Spiel, worauf wir auch einiges an Informationen finden. Und die Website wollen wir uns natürlich auch noch anschauen. Harry Potter Wizards Unite, Willkommen Zauberer, heißt es dort. Das Ministerium bittet um ihre Mithilfe. Wir können beitreten und darunter noch weitere Informationen erhalten. Die Welt der Zauberei ist in Gefahr, enthüllt zu werden. Bitte widerstehen Sie dem überwältigenden Drang, in Panik zu verfallen. Magiespuren erscheinen ohne Vorwarnung überall in der Muggelwelt und das auf die denkbar chaotischste Weise. Wir befürchten, dass es nur eine Frage der Zeit ist,
bis auch die ahnungslosesten Muggeln misstrauisch werden. Wir rufen daher alle Hexen und Zauberer auf, bei der Eindämmung des Desasters mitzuwirken. Sonst stehen uns die schlimmsten Zeiten bevor, seit Sie wissen schon wem und Sie wissen schon wann. Frischen Sie Ihr Gedächtnis bezüglich der wichtigsten Zaubersprüche auf. Machen Sie Ihren Zauberstab-Einsatz bereit und treten Sie umgehend unserer Eingreiftruppe bei. Helfen Sie den Zauberern. Das Ministerium sucht Hexen und Zauberer, die bereit sind, die Ärmel ihrer Roben hochzukrempeln und mit anzupacken, um die Welt der Zauberei vor dem Desaster zu bewahren. Als Mitglied der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts, einer neuen schlagkräftigen Einheit, die in Zusammenarbeit zwischen dem Zaubereiministerium und der Internationalen Zauberervereinigung entstanden ist, werden Sie nicht nur blitzschnelle Reflexe mit dem Zauberstab anwenden. Sie werden auch in der Lage sein, das leiseste Düftchen einer Magiestörung aus einer Meile Entfernung zu erschnüffeln, wie die Hornschwanzfliegen, und ebenso geschickt wie professionell fortgeschrittene Mehrfachzauber zum Einsatz bringen. Darunter ist dann nochmal das altbekannte Video verlinkt und unten heißt es: Augen auf, Ohren gespitzt, Zauberstäbe bereit. Wir erkennen schon an Ihrer zutiefst wissbegierigen und hartnäckigen Wesensart, dass Sie aus dem richtigen Holz geschnitzt sind, um ein wertvolles Mitglied der Eingreiftruppe zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts zu werden. Zauberer, vereinigt euch! Treten Sie jetzt bei! Und wenn man darauf klickt, gibt man sein Geburtsdatum an, kann dann seine E-Mail-Adresse hinterlegen und ich habe dann kurz danach auch die erste E-Mail-Adresse von Wizards Unite erhalten. Diese können wir uns auch kurz anschauen. Sie ist nicht sonderlich spektakulär. Dort ist nochmal das altbekannte Video verlinkt und dann heißt es: The Wizarding World is at risk of exposure. We must act now to protect the Statute of Secrecy and restore order. Wizards Unite. Und dann heißt es: Help Recruit. Und wir haben dort die Möglichkeit, E-Mail-Adressen von Freunden anzugeben, um diese auch zu rekrutieren. Also Wizards Unite erhofft sich hier eine verselbstständigende Marketingmaßnahme, sodass die Spieler anfangen, andere Freunde und Familienmitglieder und Bekannte und wen sonst zu werben und eben auf das Spiel aufmerksam zu machen. Mehr gibt es bisher leider noch nicht, aber ich finde, das ist jetzt nach über einem Jahr doch schon eine ganze Menge, die wir hier bereitgestellt bekommen. Also nochmal zusammengefasst. Es besteht die Gefahr, dass die magische Welt irgendwie entdeckt wird, dass die Muggel darauf aufmerksam werden, dass es Hexen und Zauberer gibt. Irgendwelche magischen Dinge sind in der Muggelwelt aufgetaucht und diese geben eben Hinweise darauf, dass es Hexen und Zauberer gibt. Und wir zusammen mit unserer Taskforce müssen dafür sorgen, dass dies eben nicht passiert. Das wissen wir bisher und ich finde, das klingt doch schon mal sehr, sehr interessant. Und es klingt vor allem nach einem Konzept, das nicht 1:1 von Ingress oder Pokémon Go übernommen wurde. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich freue mich total, dass der Hype jetzt wirklich losgeht und wir vermutlich schon bald dann genauere Informationen zum Spiel bekommen. Und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zum Trailer, zu den Informationen auf der Website und seid ihr schon für den Newsletter angemeldet? Was erwartet ihr euch vom Spiel und was hofft ihr, was soll auf keinen Fall im Spiel fehlen? Schreibt dies alles gerne unten in die Kommentare und wir können uns dort dann endlich über Wizards Unite unterhalten. Und was ihr auch auf jeden Fall tun solltet, ist unserer Wizards Unite Facebook-Gruppe beitreten. Diese ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Tretet da auf jeden Fall bei, denn dort können wir noch viel, viel besser über das Spiel diskutieren und es sind auch schon einige Leute mit dabei. Also auf der Website für den Newsletter registrieren, hier den Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt, und unserer Facebook-Gruppe beitreten. Damit sind wir dann am Ende angekommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, tschö und gerne bis zum nächsten Mal.